Diese Sendung hieß im Arbeitstitel Die Wikipedia und das Massaker von Butscha. Ich habe jetzt viele, viele Stunden Informationen zu diesem Themenkomplex zusammengetragen und bin doch wenig amüsiert ob der Gesamtlage zu diesem Themenkomplex. Ich bin zum Schluss gekommen, dass diese Sendung anders heißen muss. Ich nenne sie im Folgenden Die Wikipedia und das Informationsmassaker von Butscha. So, nachdem ich mir diese Wikihausen-Sendung angeguckt habe, nenne ich dieses Video Wikihausens Desinformationsmassaker. Vor allen Dingen Leute, die sich im Wesentlichen aus den Leitmedien informieren, die da wären zum Beispiel Spiegel, Taz, Faz, Stern und was da noch so alles unterwegs ist, die sollten unbedingt dranbleiben, denn es wird sie überraschen, was am Ende bei dieser ganzen Geschichte rauskommt. Spoiler, aus den Propagandamedien der Russischen Föderation, also die des Aggressors, der den Krieg begonnen hat, Telegram-Gruppen, die hauseigenen Alternativmedien, die sich unkritisch aus der russischen Propaganda bedienen und Telegram-Gruppen. Ach ja, und einem in St. Petersburg lebenden Kreml-Propagandisten, welcher auch einem Kind die Schuld dran geben würde, provoziert zu haben, wenn Putin ihm das Eis weggenommen hat. Wer sehen will, wie Markus Fiedler sich hier bei Wikihausen als Bio-Lehrer und als mutmaßlicher Journalist blamiert, der bleibt am besten dran. Ja, und damit kommen wir zum heutigen Thema, das Butscha-Massaker. So ein kleines Vorwort von mir. Bisher habe ich auf diesem Kanal nur Videos zu Daniel Ganser und seiner betrügerischen Masche gemacht. Nun wollte ich endlich mal eine Ausnahme machen. Da passt sein guter Freund Fiedler gut in den Kreis rein. Ich werde in diesem Video etwas freier sonst zwischendurch kommentieren. Auch werde ich hier nicht versuchen, irgendwas gerichtsfest zu beweisen, sondern mal einen Blick auf Fiedlers kurzsichtige Arbeitsweise werfen. Also, um nicht noch mehr Zeit zu verschwenden, legen wir los. Ja, also, was ist die Faktenlage zum Butscha-Massaker? Da müssen wir erstmal reinschauen. Im Kiewer Vorort Butscha wurden ca. 300 Zivilisten erschossen, auf der Straße liegend aufgefunden. Das ist die Faktenlage, also das wissen wir. Also das sind Zivilisten, ungefähr 300 Leute, das ist wahrscheinlich auch so korrekt. Und die wurden verteilt in der gesamten Stadt aufgefunden. Teilweise lagen sie auf der Hauptstraße, sodass dann Fahrzeuge darum Slalom fahren mussten. Das hat man gesehen. Schon jetzt habe ich die erste Falschbehauptung herausgehört. Die Leute, um die Slalom herumgefahren wurden, lagen nicht auf der Hauptstraße, sondern am südöstlichen Rand von Butscha in einem Wohnbezirk. Ich blende die Koordinaten dazu gerne mit ein. Wo wer lag, wird dann später noch wichtig werden. Auch lagen nicht alle bereits über 400 registrierten Leichen gut und deutlich sichtbar auf der Straße von Butscha und Umgebung. Das ist aktuell ein propagandistischer Trick, den unter anderem sich auch der Anti-Spiegel bedient, indem er einzelne Videos aus Butscha herauspickt, wo kaum oder gar keine Leichen drauf zu sehen sind. Um zu suggerieren, dass behauptet wurde, dass ganz Butscha mit Leichen zugepflastert war, aber diverse Videos dem eindeutig widersprechen würden. Was im Umkehrschluss daraus gemacht wird, ist, die Ukrainer hätten diese Menschen selbst getötet und nachträglich hingelegt oder einfach nur erfunden. Mehr haben wir nicht. Wir wissen nicht, wer die Mörder sind. Aber das Interessante ist, was die Medien daraus machen. Und das kann man hier sehen. Reise ins Grauen von der Laien in der Hölle von Butscha. Ich kürze diesen Artikel mal ganz kurz ab. Die Russen waren's. Das ist das Ergebnis dieses Artikels. Ja, wie ist man da wohl so schnell dahinter gekommen? Wer war denn dort zuletzt am Tatort gewesen? Waren das vielleicht die russischen Soldaten? Lag es vielleicht auch daran, dass einige Medien gleich mit in die Stadt gingen? Bereits teils stärker verweste Leichen sahen, mit den überlebenden Zeugen sprachen, die sich dort noch aufhielten oder von solchen Taten Videos existieren. Finden wir es in diesem Video doch heraus. Aber was zunächst interessant ist, ist das, was die russischen Medien verbreiten und ihre freiwilligen Unterstützer übernehmen. Denn wenn Russland wieder irgendeines Verbrechens bezichtigt wird, dann ist ihre Reaktion immer vorhersehbar und immer wieder gleich. Sofort werden Dutzende von alternativen Versionen zeitgleich verbreitet, damit die Leute den kompletten Überblick verlieren und von den möglichen bestehenden wichtigen Beweisen abgelenkt werden. Beispiel. Erste Version. Die ganzen Toten, Stand jetzt über 400, sollen erst 4 Tage später aufgetaucht sein, nachdem die russischen Soldaten abgezogen sind. Soll suggerieren, die Ukraine war es selber, die eine Stadt voller toter eigener Zivilisten hinterließ, um zu provozieren. Zweite Version, da gab es gar keine Toten. Die Leichen waren Schauspieler, die sich noch bewegt hätten.
Die russischen mutmaßlichen Faktenchecker mit dem Namen Vainas Fake-Army, auf Deutsch Krieg mit Fakes, wollen dort gesehen haben, dass sich die Toten bewegt haben. Also in etwa die Fortsetzung zu World War Z. Die dritte Version von denselbigen Faktenchecker, aber nur ohne Fakten oder Quellen für ihre Behauptung, die Ukraine hätte ein Artilleriefeuer auf ihre Stadt eröffnet, nachdem die Russen weg waren. Statt die russische Besetzung in Butscha damit zu beschießen, die sich da 4 Wochen lang eingenistet hat, wartet man also, bis diese weg ist und feuert dann drauf los. Es ist wirklich ein Wunder, dass die russischen Medien nicht auch noch behaupteten, dass bei den toten Menschen auf der Straße der Zuckerspiegel gefallen sei oder dort nur rumlagen, weil sie mit den Russen zum Abschied über den Durst getrunken haben. Denn der russischen Propaganda geht es nicht darum, die Wahrheit ans Licht zu bringen, sondern die unter Dutzenden von unterschiedlichen alternativen Versionen zu begraben. Es gibt ernsthafte Beweise, die dem Narrativ, dass die Russen das gewesen sein sollen, zwingend widersprechen. Und jetzt gucken wir uns mal die Sachlage genauer an. Nein, Fiedler wird hier keine Beweise zeigen. Das sind höchstens die Mutmaßungen, die von russischen Kanälen kommen, um möglichst viel Verwirrung zu stiften, was da vorgefallen ist. Das ist die Absicht der russischen Propaganda. Also, erstmal kann man sagen, der Hergang des Narrativs ist nicht schlüssig. Es gibt folgende Behauptung. Es existiere ein Satellitenfoto vom 19.03.22, das bereits die Leichen auf den Straßen von Butscha zeigt. Davon die Schlussfolgerung, da waren die Russen in der Stadt, deswegen haben die russischen Soldaten die Leichen ermordet. Also die Zivilisten ermordet und dann übrig blieben die Leichen. So ist die richtige Formulierung. Jetzt gibt es aber einen interessanten Telegram-Kanal, der wird geschrieben Rübar. Das ist aber ein russischer Kanal, ich weiß nicht, wie es ausgesprochen wird. Dort wird behauptet, dass es sich beim besagten Satellitenfoto vom 19.03.22 tatsächlich um ein Foto vom 1.04.22 handele. Gut gemacht, Markus. Quelle Telegram. Wer betreibt ihn? Wer steckt dahinter? Haben die ein Impressum? Wie unabhängig sind die? Wer bezahlt die? Sollte die Wikipedia solche Telegram-Kanäle auch als Quelle benutzen, wo man nichts über die Hintermänner weiß? So, ich fasse mal Fiedlers Argumente zusammen, damit das Video nicht zu lang wird. Der Telegram-Kanal, der Ribber ausgesprochen wird und über dessen Hintermänner man nun gar nichts weiß, behauptet, die Satellitenaufnahmen der US-Firma Maxar wären vom 1. April 2022 und nicht wie von der Firma angegeben vom 19. März 2022. Man will es an ein paar diversen Merkmalen erkannt haben. Und da das Unternehmen Maxar aufgrund ihrer Weltraumtechnologie auch eine Partnerschaft mit dem US-Pentagon hat, schickt Markus Fiedler hier einen Verdacht voraus, dass diese Aufnahmen umdatierte Fälschungen seien. Auch der Kreml-Propagandist Thomas Röper vom Antispiegel hat bereits versucht, daran Zweifel zu sehen. Womit verdient er eigentlich in St. Petersburg seinen Unterhalt? Also, wie kommen wir dahinter, ob dieses US-Unternehmen ehrlich gewesen war und sich das Pentagon da nicht eingemischt hat? Ganz einfach, man sucht andere Indizien, die sich mit den Satellitenaufnahmen überschneiden und sich dazu eignen, sie möglichst indirekt als echt zu verifizieren. Mit einem Mimimi dieser und jener Quelle traue ich aber nicht, kommen wir so nicht weiter. Die Quelle ist nun mal da, also muss man schauen, ob man sie bestätigen kann oder eben nicht. Da gab es zum Beispiel das Drohnenvideo aus Butscha mit der Fahrradfahrerin, die in die Straße eingebogen ist, wo bereits eine russische Kolonne Position bezogen hat und sofort bei Sichtkontakt das Feuer eröffnete. Wie auch andere Videos von anderen Orten, wo russische Soldaten auf Zivilisten geschossen haben. Warum sie das gemacht haben, fragen sich sicher einige, die nicht wissen, was Krieg eigentlich bedeutet. Nun ganz einfach, weil sie sich in einem umkämpften Gebiet befanden, wo ihnen Gefahr droht, selbst getötet zu werden, weshalb man nicht schauen wird, wer einem entgegenkommt. In der Ecke des Videos von Butscha sieht man sogar, dass es in der Stadt bereits zu Kampfhandlungen kam. Das bedeutet für russische Soldaten, skrupellos zu sein, nicht lange nachdenken und auf alles Unbekannte schießen. Aber der entscheidende Beweis, warum diese Satellitenaufnahme höchstwahrscheinlich echt ist, sind Drohnenaufnahmen von 6 Tagen, die über Butscha gemacht wurden, noch bevor die Russen abgezogen sind. Der russischen Seite Medusa wurden bereits von der ukrainischen Armee hochauflösende 4K-Videos zugespielt, die sich jeder persönlich ansehen kann. Die Drohnenaufnahmen sollen mit dem 23. März beginnen, die dann weiter mit dem 24., 25., 28., 29. und dem 30. März weitergehen. Dem letzten Tag, an denen die russischen Soldaten offiziell abgezogen sind. Auf all diesen Aufnahmen sind bereits die Körper zu sehen, um die Slalom am 1. April gefahren wurde. Dass die 6 Drohnenvideos nicht alle am selben Tag gemacht wurden, dem 1. April, nachdem die Russen weg waren,
Dafür gibt es auf den Aufnahmen der Satellitenbilder, der Drohnenaufnahme vom 24. März und der Aufnahme vom 28. März ein entscheidendes, wichtiges Detail. Und zwar wegen einem dort an der Straße befindlichen Hauses, welches so wie auf der Aufnahme von Maxa und der Drohnenaufnahme vom 24. März noch vollständig intakt ist. Erst auf der Drohnenaufnahme vom 28. März kann man deutlich erkennen, dass dieses Haus durch irgendwas zerstört wurde. Das heißt, das Satellitenbild ist echt und wurde bereits vor dem 1. April gemacht. Ansonsten hätte das Haus dort bereits mit zerstört sein müssen. Und wenn man das Drohnenvideo mit der Fahrradfahrerin ansieht und mit den späteren Drohnenaufnahmen vergleicht, bemerkt man schnell, dass die zwei russischen BMD-Panzerfahrzeuge unweit dieser Straße standen, in die sie sogar teilweise hineinblicken konnten. Auch zeigen einige der Fotos, dass die Menschen auf der Straße, wo das Auto langfuhr, deutlich stärkere Verwesungen hatten. Und das Video ist bereits am 1. April hochgeladen worden. Damit ist der Telegram-Kanal Ribba, Markus Fiedler, sein Kreml-Propagandenfreund Rüper und alle anderen, die da noch was anderes behaupten, widerlegt. An dieser Stelle endet erst einmal der erste Teil dieses Kritikvideos zum Wikehausens Desinformationsmassaker zur Stadt Butscha, was Fiedler für objektiven Journalismus hält. Es gäbe noch so viele Punkte, wo man aufzeigen könnte, dass er sich kein Stück Mühe gab und seine Argumentation riesige Fehler und Löcher aufweist. Wie viele Teile es noch werden, weiß ich noch nicht. Wir werden sehen. Markus Fiedler hat sehr viel Mist verzapft, den man entsprechend begegnen muss, ohne den Knaben dafür anzuschreien. Was ich aber am liebsten tun würde. Eines ist aber schon mal festzuhalten. Allein die Tatsache, dass die russischen Soldaten in die Städte der Ukraine eingedrungen sind, wo es keinerlei militärische Ziele gab und sich dort niederließen, weil sie ihnen besseren Schutz bieten, macht deutlich, dass sie es billigend in Kauf nahmen, dass die dort lebende zivile Bevölkerung in ein Kreuzfeuer gerät. Damit ist Russland bereits ein wesentlicher Schuldiger dieser Morde an Tausenden von Zivilisten, Millionen von Obdachlosen und Flüchtlingen sowie der flächendeckenden Zerstörung eines ganzen Landes. Russland hat damit bereits unter einem Monat ihres Krieges den 8-jährigen Konflikt im Donbass wie ein Fliegenschiss aussehen lassen, was Leid, Tod und Zerstörung betrifft. Auf Wiedersehen. Дима, хлопці, от що осталось біля мого дому, блядь. Я в долгу не остався, ні не останусь, блядь. Оце їхні підараса, блядь, сука. Техніка вся. От, пожалуйста, блядь. Сука, блядь. Прийшли, блядь, сука, до нас, підари йобаные, блядь. Щоб вам, сука, всім в аду горить, блядь. Підараси йобаные, блядь. Сука, я своей жизни не пожалею, блядь, на этих пидоров, блядь. Сука, гандоны, это все вот возле моего дома, блядь. Гандоны ебаные, блядь. Я в долгу не остался, блядь, ребята, не остался в долгу. Вот что с них, блядь. Это вся улица вокзальная, блядь. Это кадыровцы ёбаные, блядь. Как пришли, блядь, сука, так и на тот свет ушли. Пидорасы ёбаные, блядь. Вот что с них, блядь, поставалось, блядь. Вот что поставалось, блядь. Вот, блядь, одни запчасти, пидоры, блядь. Гандоны ёбаные, блядь. Это все в Буче, в Буче. Молодцы. ВСУ, молодцы. Вот что пооставалось, блядь. Вот это все Буча, в Буче. Это все в Буче, блядь.